Hallo Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Jackie Lee und herzlich willkommen zu einem weiteren Dokkan Battle Video auf meinem Kanal. Wie die meisten schon mitbekommen haben, heute in der globalen Version Physical Final Form Cooler ist global gedroppt. Sein Banner und sein neues Dokkan Event sind jetzt auf der Global Version da und ich werde probieren, sein 50 Stamina Dokkan Event zu schaffen ohne Resets. An die, die es noch nicht wissen: In dem Cooler-Event dürft ihr weder Senzu Beans noch das Item Icarus benutzen. Deshalb sind hier, ist hier auch ein bisschen relevant, was für Items ihr mitnimmt und welche nicht. Das heißt, ich werde hier wieder unser Standard-Super-STR-Team nehmen. Das ist mit das stärkste Team, was ich global aufbauen kann und zur Verfügung habe. Ich nehme Dende, Bulma, Whis und Android 8 mit. Da wir ohne Reset spielen, habe ich weder eine Baba noch ein Ghost Usher oder ähnliches dabei. Deshalb gehen wir jetzt ins Event. Ich würde euch empfehlen, auf Schooler Banner nicht zu pullen, da das Banner jetzt nicht so krass gut ist. Und es halt an die ganzen Free-to-Play-Spieler und die Spieler, die jetzt nicht unbedingt Unmengen an Geld ins Spiel pumpen wollen: Wartet auf Janemba Gogeta und geht dort all out. Ja, es lohnt sich wirklich, bei Janemba Gogeta all out zu gehen. Deshalb empfehle ich euch: Wartet auf dieses Double Dokkan Festival und ihr könnt bei Janemba Gogeta könnt ihr cooler ziehen im Janemba Banner. An die, die es noch nicht wissen: Das Global Banner, also das Banner, das cooler Banner wurde global verändert, und zwar wurde STR Perfect Cell aus dem Banner genommen und ersetzt durch Fai Goku Black. Man muss sagen, Fai Goku Black ist eine deutlich bessere Karte als Cell. Und Fai Goku Black passt auch besser ins Team als STR Perfect Cell ins Cooler Team. Aber für mich macht das jetzt das Banner nicht besser, beziehungsweise das ist für mich kein Argument, dass ich darauf pulle, denn ich mein, Fai Goku Black ist komplett maxed out im Potential System. Deshalb, ich habe ein paar Singles auf das Banner gemacht. Ich glaube, 5 Singles. Ich habe einen Full Power Freezer bekommen. Und den neuen Gohan, den Tech Gohan. Das war eigentlich ganz cool. Das heißt, ich habe ein paar Singles gemacht. Das war's, aber ansonsten auch nicht. Das nächste Banner, auf das ich pullen werde, wird wahrscheinlich Super 17 sein und danach Gogeta Janemba. Wer hier jetzt sehen könnt, wir haben unser Dream Setup: SSJ4 Goku neben SSJ3 GT Kid Goku. Das wird jetzt eine Menge Damage. Unser SSJ4 Goku ist sehr, sehr gut im Potential System dabei. Ja, und mein Goku ist fast maxed out. Mir fehlt nur noch der Dupe unten links. Und der ist jetzt nicht allzu wichtig. Unser Goku hittet wirklich sehr, sehr hart. Wie ihr hier seht, fast 4 Millionen. Absolut gar kein Ding. Und hier haben wir unsere zweite Dream Rotation online: SSJ4 Goku neben Gohan. Es ist schön, dass wir mit beiden SSJ4 super attacken konnten. Denn jetzt konnten wir ein bisschen Defense stacken. Was nicht unwichtig ist bei dem Event. Ich habe dieses Event noch nie gemacht und ich habe mir nicht zu diesem Event angeschaut. Also ich habe das Event ab und zu mal im Boss Rush gesehen. In dem JP Boss Rush, aber ansonsten habe ich mir nicht zu dem Event gesehen. Also das heißt, das ist hier auch so wie für euch, ist dieses Event für mich jetzt Premiere. Hier schon immer die Dream Rotation online behalten. Da wir jetzt ein paar STR-Orbs bekommen haben und ich einen sehr, sehr starken STR-Orb-Mangel habe aufgrund meines STR-Teams, konnte ich wieder ein paar Sachen in meinen Gogeta machen, denn mein Gogeta ist fast maxed out. Mir fehlt auch in meinem SSJ1 Gogeta, in meinem Super Gogeta fehlt mir auch nur noch ein Dupe, damit ich ihn maxed out habe. Deshalb konnte ich in meinem Gogeta ein paar Sachen mit dem Potential Buffs machen. Ich würde gern die Hits tanken, aber dann super attacken wir nicht. Das ist ein wenig ärgerlich, deshalb muss ich.
Kann sein, dass wir gleich eine Menge Damage abbekommen. Ah, geht. Solange er uns nicht super attackt, müssten wir eigentlich gut durchkommen. Nevermind. 125.000, das hat schon weh getan. Werden hier wahrscheinlich jetzt, wir müssen jetzt ein Item benutzen. Ich benutze einfach Bulma mal. Einfach 25% Attack für 2 Runden hoch. Einfach ein bisschen mehr Damage drücken. Wir müssten ihn jetzt mit der Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, ihn in der Rotation zu killen. Also wenn der Goku jetzt grittet, war es das. Ja, gar kein Problem. Ich glaube, das müsste schon der Endgegner sein. Wir benutzen noch vorsichtshalber einen Whis. Einfach 40% Damage Reduction für 2 Runden. Gucken, wie viel Damage wir machen. 1,8 Millionen. Wir werden gesupert. An die sich wundern, warum wir so wenig Damage bekommen haben. Ja, wir haben ein paar Mal mit diesem SSJ vor Goku gesupert. Und konnten somit unsere Defense stacken und hatten den Whis online. Wie ihr seht, ich bin durch das Event relativ easy bekommen. Ich musste mich einmal healen. Und ich habe einmal vorsichtshalber einen Whis benutzt. Deshalb das Event mit Super STR ist auch das cooler Event absolut kein Problem. Wie ihr seht, ohne Probleme durchgekommen, die 7 Medals geholt. Sagen, das Event ist jetzt nicht allzu schwierig, wobei ich mir vorstellen könnte, wenn man mit keinem Neogott in das Event geht, das heißt mit irgendeinem Hero oder einem Extreme-Type-Team, könnte dieses Event relativ schwierig werden. Ansonsten war es das von mir und meinem 50 Stamina Run auf das neue coole Event. Falls ihr das Event nochmal sehen wollt und ich auch andere Teams ausprobieren wollt, schreibt mir definitiv in die Kommentare, welche Teams ihr sehen wollt. Ansonsten war es das von mir und meinem cooler Boss-Event. Ich bin Jackie Lee, bye guys.